Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit der nächsten Episode FIFA 21 Karriere mit 1860 München. Und in der letzten Folge hatten wir ein paar Probleme, haben viele Ergebnisse in der zweiten Halbzeit verloren. Das muss in dieser Folge auf jeden Fall besser werden, aber von der Tabellenplatzierung her stehen wir immer noch echt gut da. Immer noch Platz 8 und unser nächster Gegner ist die TSG aus Hoffenheim, Platz 6. Eine Punkt mehr als wir. Wenn wir da gewinnen, könnten wir eventuell sogar auf einen europäischen Platz springen. Das ist also ein relativ wichtiges Spiel für uns. Deswegen würde ich sagen, wir starten hier direkt rein ins Spiel und sehen uns auch direkt wieder im Spiel. Und damit jetzt hier herzlich willkommen mal wieder im regnerischen München am 12. Spieltag hier zum Duell zwischen 1860 München und der TSG aus Hoffenheim. Das wird ein ganz interessantes Spiel. Es geht hier um die Europa-League-Plätze. Die Hoffenheimer haben aktuell einen inne und wir wollen natürlich dahin. Das wäre nämlich schon ein ziemliches, ja, eine ziemliche Sache, die wir mal da erreichen könnten hier in der ersten Saison. Das wird aber natürlich schwer, muss man sagen. Wir sind hier ganz klare Außenseiter. Ich würde Hoffenheim schon ein gutes Stück über uns setzen. Aber wir werden es versuchen. Wir haben die schlechteste Defensive der Liga zusammen mit den Hamburgern. Daran müssen wir auf jeden Fall wieder arbeiten. Hoffen wir, dass wir heute hier vielleicht keine Gegentore kassieren und dann eventuell sogar eins machen und das Ding damit gewinnen. 25 Minuten sind jetzt hier gespielt und bisher ist überhaupt nichts passiert in den gegnerischen Strafräumen. Sehr viel Mittelfeldgeplänkel hier. Ja, ist bisher ein sehr interessantes Spiel, super umkämpft, aber Chancen fehlen auf beiden Seiten noch. Jetzt hier aber die Hoffenheimer mit der ersten Chance im Spiel und die ist hier drin. Sie machen das 1:0 in der 33. Minute. Muss man sagen, ist mittlerweile auch teilweise verdient. Hoffenheim in den letzten Minuten wirklich mit einer richtig guten Druckphase. Sehr viel bei uns vorm Strafraum, auch wenn sie bisher nicht durchgekommen sind. Jetzt kommen sie hier einmal durch und machen direkt den Führungstreffer. Und damit ist hier die erste Halbzeit tatsächlich auch schon vorbei. Nicht viel passiert in der Halbzeit. Ein Tor haben wir gesehen von den Hoffenheimer. Das war die einzige Chance im kompletten Spiel. Natürlich ärgerlich für uns, dass die direkt drin war, aber das war auch gut gespielt. Ansonsten muss ich aber sagen, eigentlich eine gute Leistung von uns. Defensiv stehen wir eigentlich ganz gut. Offensiv fehlt es natürlich ein bisschen. Die ein oder andere Chance sollten wir uns da schon noch rausspielen. Hoffentlich können wir das in der zweiten Halbzeit ein bisschen umsetzen. Dann ist hier in diesem Spiel für uns auch auf jeden Fall noch was möglich. Jetzt hier Prott geht in den Strafraum, legt zurück auf Sagal. Das war das erste Gefährliche, was wir hier in der zweiten Halbzeit zurechtbekommen. War nicht ungefährlich, aber im Endeffekt dann doch durch den abgeblockten Schuss halt nicht mehr wirklich gefährlich. Paul Prott bringt die Flanke auf Saar. Richtig gut gespielt. Und dann das Eigentor der Hoffenheimer. Auch wenn Saar hier jubelt, das Tor geht nicht wirklich auf seine Kappe. Aber richtig stark gespielt. Erst ein schöner hoher Ball von Sagal, raus auf den Flügel auf Prott, der nimmt den einmal an, spielt den dann wunderbar mit Schnitt rein auf Saar, der kriegt den noch. Keeper hält aber eigentlich überragend gegen die Laufbahn und dann Bailly, der hier da ist und das Ding für uns da reinmacht und schon steht's nur noch 1:1. Lamptey kann hier nochmal eine Flanke bringen, die ist gut und wie gut die ist. Saar macht hier in der 86. Minute das 2:1. Wir drehen diese Partie. Nach einem 1:0 Rückstand mit zwei wunderbaren Aktionen, zweimal Saar nach Flanke und der macht, die macht da richtig stark hier mit dem Flugkopfball. Beim ersten wurde er noch gehalten, da hat dann der Verteidiger den Ball für uns reingemacht. Hier kann Saar ihn direkt selbst reinmachen und der war richtig stark gemacht. Nochmal die Hoffenheimer und sie machen noch den Ausgleich. In der 90. Spielminute Rodrigo Moreno. Ja, die Offensive ist natürlich gut, das muss man so sagen. Die haben wir eigentlich gut aus dem Spiel gehalten. Jetzt zum Ende hin dann aber einmal nicht aufgepasst. Da ein schlechter Zweikampf, dann ist er durch und dann schießt er einfach und Hiller kann nur noch hinterher schauen. Ah, ärgerlich, aber man muss auch sagen, ein Unentschieden hier ist deutlich verdienter als ein Sieg für uns. Und damit ist das Spiel jetzt hier auch aus. Wir spielen also am Ende 2:2 gegen die TSG Hoffenheim. Ich denke, wie gesagt, ein sehr faires Ergebnis für beide Mannschaften. Dem Spiel wird das auf jeden Fall gerecht. Sehr, sehr ausgeglichen. Viele Ballbesitze im Mittelfeld von beiden Mannschaften. Da auch immer wieder harte Zweikämpfe. Aber im Endeffekt relativ wenig Chancen, auch wenn 2:2 auf viele Chancen hinweist. Das muss man ganz klar so sagen, war nicht der Fall. Und im Endeffekt muss man sagen, wir holen einen Punkt gegen den Europa-League-Aspiranten. Das ist für uns, denke ich, okay. Jetzt haben wir hier eine Bestätigung, dass Emilio Kunz verkauft wurde. Wir kriegen also nochmal 1,8 Millionen auf unser Transferbudget. Im Zuge dessen, dass wir immer noch relativ viel Geld über haben, würde ich tatsächlich auch mal Philipp Dietrich hier zurückrufen und ihn dann auch, sobald er wieder da ist, dann feuern und eventuell nochmal gucken, ob wir noch einen weiteren Top-Scout bekommen können.
Und jetzt steht hier für uns das wohl wichtigste Spiel der ganzen Saison an, beziehungsweise eins von zwei der wichtigsten Spiele natürlich. Es geht gegen den FC Bayern München zu Hause bei Ihnen. In der Allianz Arena spielen wir hier. Das wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Wir spielen gegen den Zweitplatzierten der Bundesliga, gegen unseren großen Rivalen, den FC Bayern. Aber wir haben sie ja schon mal geärgert. Wir haben sie aus dem DFB-Pokal damals rausgekickt. Aber klar, DFB-Pokal hat nochmal andere Regeln als die Bundesliga. Das wird also ein ganz, ganz schweres Spiel für uns. Nichtsdestotrotz ist es das Derby. Wir werden alles versuchen, um gegen den FC Bayern München hier zu gewinnen. Und wir wollen mal direkt reinschauen ins Spiel. Vielleicht schaffen wir es ja und holen uns hier den Derby-Sieg. Und damit jetzt hier herzlich willkommen zum Münchner Derby in der Allianz Arena am 13. Spieltag, beziehungsweise man muss ja leider sagen, in FIFA nicht in der Allianz Arena, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das hier die Allianz Arena wäre. Wir haben hier also das Münchner Derby dieses Mal, das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder in der Bundesliga. Ich denke, das ist eine super Sache für die Stadt München, aber natürlich auch generell für die Bundesliga, so ein Derby hier wieder zu haben. Auch wenn wir natürlich noch absolute Außenseiter hier sind, das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen, werden wir hier alles geben, um in München die Stadt blau zu machen. Die Bayern jetzt hier mit dem ersten gefährlichen Angriff. Aber Hiller ist da, den werden wir heute aber auch natürlich in Topform brauchen, wenn wir hier heute bestehen wollen. Jetzt hier die Münchner mit der nächsten guten Aktion. Und es ist Ceballos, der war hier bisher der überragende Mann auch bei den Bayern. Immer super quirlig im Angriff, super viele Ballaktionen und er macht jetzt hier das 1-0 für die Bayern. Und da muss man sagen, das ist verdient. Sie hatten bisher deutlich mehr Ballaktionen, auch wenn die Chancen nicht übermäßig viele waren. Aber das hier war natürlich eine richtig gute, der Schuss ist super und es steht 1-0. Wir müssen jetzt wirklich aufwachen, uns dagegen lehnen, wenn wir hier noch irgendwas mitnehmen wollen. Sagal jetzt mit einem schönen Pass hier auf Saar, der kann sich dagegen Alphonso Davies durchsetzen. Aber dann richtig gut gehalten. Ich glaube, es müsste sogar noch Manuel Neuer sein. Ja, erste Chance aber auch für uns hier. Also wir melden uns zumindest schon mal an. Nochmal Saar jetzt im Strafraum. Setzt sich da gegen Diaz durch. Wieder ein guter Schuss. Wieder ist Manuel Neuer da. Aber wir werden jetzt gefährlicher in der Offensive. Schöner Ball hier auf Prott. Prott über Außen. Prott, nächste gute Abschlusssituation. Wieder ist Neuer da. Jetzt muss für uns hier eigentlich langsam mal das Tor fallen. Wir haben jetzt die Chancen, aber das Tor, das machen wir wieder mal nicht. Wieder die Bayern hier gut gespielt. Und sie nutzen ihre Chancen hier eiskalt. 2-0, es müsste Dennis Zakaria gewesen sein, der hier trifft. Und das natürlich eine absolute Druckphase von uns. Eigentlich waren wir hier gerade die bessere Mannschaft. Die Mannschaft, die vor allem die besseren Chancen hat. Aber man muss natürlich so sagen, wir nutzen sie mal wieder nicht. Und Bayern hier eiskalt, haben eine gute Chance, schön gespielt und schon ist der Ball wieder drin. Ja, da sieht man natürlich dann schon so ein bisschen, wo der Unterschied einfach zwischen uns aktuell leider noch liegt. Nochmal die Bayern hier im Strafraum. Ceballos macht das 3-0. Jetzt ist es vorbei, die Mannschaft ist von uns gebrochen, das merkt man leider ganz klar. Nach dem zweiten Treffer geht gar nichts mehr, defensiv ist das jetzt einfach nur noch ein absoluter Hühnerhaufen. Ja, und Ceballos, keine Ahnung, was der genommen hat, aber der ist so gut drauf, es ist unfassbar. Und er macht hier seinen zweiten Treffer, schöne Drehung. Ja, langes Eck, kann Hiller auch nichts machen, 3-0, damit ist die Partie leider wahrscheinlich schon in der ersten Halbzeit hier entschieden. Prott über außen, bringt die Flanke rein und sah eigentlich eine gute Chance, setzt den Kopfball aber ein gutes Stück neben den Pfosten. Das wäre hier die Möglichkeit gewesen, zumindest das Ergebnis noch etwas zu verbessern. Jetzt hier Sagal mit einem guten Abschluss, aber wieder zu zentral, wieder hat Manuel Neuer leider keine Probleme. Jetzt haben wir hier nochmal Saar, der das schön macht, geht da durch, spielt den Ball in die Mitte. Aber Sagal kommt dann nicht ran, dann fast noch das Eigentor. Aber man muss es wieder mal so sagen, die Chancenverwertung, die fehlt bei uns. Und somit steht es hier 3-0, obwohl es ja auch ganz anders hätte stehen können. Nochmal die Münchner. Nochmal die Münchner hier mit Leroy Sané. Und es ist, ja, es ist bezeichnend für dieses Spiel. Sie haben eine Chance in der zweiten Halbzeit gefühlt und machen direkt das vierte. Wir haben in der zweiten Halbzeit massig Chancen, machen keinen einzigen rein. Ja, da muss man auch sagen, wir verlieren hier verdient, weil wir es einfach selber wieder mal nicht hinkriegen, Tore zu machen, wenn wir sie brauchen. Und halt defensiv immer wieder gute Aktionen für die Gegner zulassen. Und damit ist das Spiel hier aus. Wir müssen uns damit zufrieden geben, dass München erst einmal rot ist. 4-0 verlieren wir hier gegen den FC Bayern München. Ja, das Ergebnis spiegelt nicht ganz das Spiel wieder, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben eigentlich gut gegengehalten, hatten offensiv unsere Chancen, aber wir haben mal wieder sie einfach nicht genutzt.
Ja, Ceballos hier wirklich mit einer guten Leistung, aber es ist natürlich ärgerlich, wenn du so gut im Spiel bist und dann so einfache Tore herschenkst, selber deine Chancen nicht nutzt, dann, ja, dann verlierst du halt so ein Derby. Aber wir haben dann natürlich in der Rückrunde nochmal eine Chance, zu Hause gegen Bayern was zu reißen. Vielleicht holen wir uns da ja den Sieg und würden das Ganze wieder ausgleichen. Im nächsten Spiel geht es jetzt hier für uns gegen Hertha BSC. Das wird richtig schwer. Platz 5 haben die aktuell inne. Ja, man muss so sagen, wir haben in den letzten Spielen echt wenig Punkte geholt. Es wäre mal wieder wichtig zu punkten, aber dann kommt halt ein Gegner wie Hertha, der jetzt eigentlich ein gutes Stück über uns sein sollte und der auch schwer zu besiegen ist. In der Aufstellung gibt es aber trotzdem eine Änderung, und zwar Zappa auf dem rechten Flügel. Ich muss einfach sagen, Massimo und Hughes haben mich in den letzten Spielen nicht überzeugt. Zappa fand ich gegen München nach seiner Einwechslung wirklich stark. Dementsprechend würde ich ihn jetzt einfach mal reinpacken. Ja, mal sehen, was wir hier gegen Hertha machen können. Ich denke, es wird wieder sehr, sehr schwer. Wir versuchen es einfach mal. Schauen mal, ob wir hier eventuell was mitnehmen können. Naja, immerhin ein Punkt und wir verschießen noch einen Elfmeter. Also wir hatten hier tatsächlich die Chance, gegen Hertha 3 Punkte mitzunehmen. Aber am Ende ist es eine. Aber auch das, denke ich, ist nicht allzu schlecht. Aber man muss wieder unseren Assistenztrainer ein bisschen hinterfragen, warum er Sascha wieder zur 48. Minute rausnimmt. Nächstes Spiel hier für uns. Diesmal geht's gegen RB Leipzig. Auch die wieder ganz vorne mit dabei. Platz 4 für sie aktuell. Das wird richtig, richtig schwer. Ja, man muss mal sagen, wir hier auf Platz 12. Immer noch okay. Ein gutes Stück weg auch von den Abstiegsplätzen. Aber in den letzten Spielen, wir holen einfach maximal einen Punkt. Und auch gegen RB Leipzig wird es natürlich schwer, hier was mitzunehmen. Von der Aufstellung her gibt's eine Änderung. Hughes darf auf dem rechten Flügel ran. Zappa war nicht schlecht, aber im Endeffekt ist er natürlich von der Gesamtbewertung noch nicht ganz auf dem Level, dass er Stammspieler wird. Und wenn man sich jetzt mal die Aufstellung hier von Leipzig anguckt, da sehe ich einen Eriksen, einen Greenwood, einen Embolo, einen Moise Kean. Das wird richtig, richtig schwer. Aber wir versuchen es hier und hoffen, dass wir vielleicht 3 Punkte mitnehmen. Ja, tun wir aber nicht. Wir verlieren mit 2:1. Ich denke, das war aber auch vorher abzusehen. Man muss jetzt aber sagen, so langsam werden die Wolken hier in München grauer für uns. Die Punkte, die fehlen aktuell so ein bisschen. Das ist leider so ein bisschen ein Trend, den man beobachten kann. Jetzt haben wir hier ein paar Verträge von Spielern, die am Ende der Saison tatsächlich auslaufen würden. Da müssen wir jetzt mal gucken, mit wem wir da noch verlängern wollen. Mit Steinhardt würde ich tatsächlich nicht verlängern. Wir brauchen ihn als Backup nicht unbedingt. Ich denke, er bleibt jetzt noch die halbe Saison bei uns, kann da als Backup bleiben und dann im Sommer geht er dann ablösefrei seiner Wege. Ich denke, das ist für ihn cool, das ist für uns cool. Dann haben wir hier Stefan Nex. Ich finde interessant, dass er mit 35 immer noch weitermacht. Da können wir tatsächlich auch mal verhandeln. Allerdings natürlich gehaltstechnisch sollte er eigentlich uns schon ein bisschen entgegenkommen. Und nicht, dass wir ihm da noch ein bisschen mehr zahlen. Ja, Freigabesumme von 810.000 nehmen wir jetzt einfach mal an. Ich glaube jetzt nicht, dass das einer zahlen wird. Und wenn es einer zahlen will, dann können wir immer noch gegenverhandeln. Wobei das jetzt wieder jetzt bleibt er wieder für 7 Monate. Gut, dann wird er uns wahrscheinlich auch am Ende der Saison leider verlassen. Gut, er bringt uns nicht viel, wäre natürlich schön gewesen, trotzdem ihn zu halten. Bournemouth, boah, schwierig. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich nochmal verhandeln, weil wenn, würde ich ihn verkaufen wollen. Okay, der will aber gar nicht. Dann müssen wir mal gucken, ob wir den vielleicht jetzt im Winter noch verkaufen, dann eventuell da ein Backup holen. Kunst ist sowieso schon verkaufen, weil Liu beendet seine Karriere, da können wir also nichts mehr machen. Dann würde ich jetzt aber auch sagen, dass das hier für diese Folge war. Wir sind auf Platz 13, 3 Punkte hinter dem HSV. Da ist aber auf jeden Fall noch was möglich für uns. Wir müssen nur wieder ein bisschen unsere Form finden. Die haben wir so ein bisschen verloren leider in den letzten Spielen, das muss man so sagen. Aber hier gegen Köln, da könnte man ja eventuell mal wieder was mitnehmen, wobei die auch gar nicht so schlecht dastehen. Werden wir dann in der nächsten Folge mal gucken, ob wir da wieder ein paar Punkte holen. Ich würde sagen, wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Denn dann sehen wir uns aber das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale.